Und da weitere Methoden sind halt neben der Entgiftung halt auch, wie gesagt, die Atemübungen. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Von einem meiner Zuschauer habe ich die Frage bekommen, was man denn besonders als Rohköstler bzw. als jemand, der die schleimfreie Heilkost macht, tun kann, damit ihm es im Winter ein bisschen wärmer wird bzw. angenehmer wird. Und da sollte man sich erstmal die Frage stellen: Was verursacht denn die Kälte im Körper? Beziehungsweise was sind denn die Ursachen davon? Eine Ursache ist, weil bei mir, wo ich die Rohkost angefangen habe, in der Übergangszeit, also die ersten 3 Jahre ungefähr, da waren meine Füße und meine Gliedmaßen, die waren schon doch recht kalt, wenn es dann auch mal draußen, jetzt so wie jetzt bei Schnee, ungefähr bei einem Gefrierpunkt, sind meine Finger auch mal schnell gefroren nach einiger Zeit, haben sich dann schlecht aufgewärmt. Und das ist halt der eine Punkt, dass es halt durch die Entgiftung passiert. Also, dass halt die Entgiftung der Körper die Kraft nimmt, die Energie, die er hat, weniger zum Wärmen des Körpers nimmt, sondern versucht einfach die Reinigungsprozesse dann durchzuführen und einfach auch das Blut ein bisschen schlechter zirkuliert und alles Mögliche. Und da ist es halt dann so, je weiter man mit der Entgiftung ist, also je weiter man mit der Rohkost ist, desto kälteunempfindlicher wird man, beziehungsweise der Körper wird ja immer basischer. Je basischer er wird, desto mehr Energie kann er auch aufwenden, den Körper auch zu wärmen. Also Atemübungen helfen zum Beispiel, den Körper zu wärmen, weil durch den Atem kann man sehr viel entgiften, Blutkreislauf anregen und alles Mögliche, Sauerstoff in den Körper bekommen, damit halt die Organe auch richtig funktionieren. Da auch wieder ein Punkt, Atemübungen und sich auch weiterhin basisch auch ernähren. Besonders halt die Anfangszeit, ich weiß, dass die halt bei der Rohkost recht anstrengend ist mit der Kälte. Stellt sich aber auch ein, wenn ihr halt weiter an euch arbeitet. Und da weitere Methoden sind halt neben der Entgiftung halt auch, wie gesagt, die Atemübungen. Und aber auch ein bisschen das Abhärten, zum Beispiel auch regelmäßig kalt duschen oder jetzt auch bei dem Winter mal für eine halbe Stunde oder sowas, oder 15 Minuten, je nachdem, wie lange ihr halt könnt, auch mal leicht bekleidet da ein bisschen in der Gegend rumlaufen, damit euch der Körper sich einfach dran gewöhnt, weil wir halt auch ziemlich verwöhnt sind in der heutigen Gesellschaft, dass alles beheizt ist, immer 20, 25 Grad und alles Mögliche. Und für die Leute, die jetzt zum Beispiel in der Wohnung früher nur 10 bis 15 Grad in der Kindheit hatten, das ist für die normalerweise kein Problem. Wenn ihr da über Jahre hinweg habt ihr euch dran gewöhnt, dann könnt ihr auch in diesen kalten, ich sag mal, in kühleren Gegenden halt auch euch. Da stimmt sich der Körper einfach drauf ein. Und einfach dieses Gewöhnen ist einfach alles eine reine Gewöhnungssache und natürlich auch eine Sache der Mentalität, beziehungsweise auch die Kopfsache spielt auch mit dazu, wenn man irgendwelche Glaubenssätze und alles Mögliche hat, dass man, wenn es zu kalt wird, dass man krank wird und dann friert man sich einen ab und alles Mögliche, dass man einfach das ersetzt und sagt, einfach seinem Körper zum Beispiel, jetzt wärme ich mich auf und dass man sich halt so positiv affirmiert, dass man sagt, ja gut, der Körper, das ist die Kälte. Der wärmt sich jetzt auf, der Körper, der reguliert das jetzt auch selber, dass man sich einfach auch mit der Psyche da mit dabei ist. Andere Sachen sind jetzt auch zum Beispiel Sport, also Bewegung einfach. Da regt man einfach den Blutkreislauf an, regt die Entgiftung an, man wird fitter, baut mehr Muskeln zum Beispiel auf und das wärmt natürlich auch alles den Körper. Und merkt man auch, je sportlicher die Leute auch sind, desto
Ja, besser kann sich der Körper auch mit der Temperatur auch regeln. Das ist auch so meine Erfahrung mit der Kombination noch mit der Entgiftung. Und wenn ihr das zum Beispiel auch so habt, dass ihr zum Beispiel jetzt in dem Winter euch so anzieht, dass euch, wenn ihr stehen bleiben würde beim Laufen oder beim Joggen, dass euch da dann kalt wird, dann habt ihr nämlich auch einen Ansporn, dass ihr auch dann joggen müsst, um euch zu wärmen. Und das ist dann auch zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ihr dann schaut, dass euch im Winter etwas wärmer wird. Also die, ja, einfach diesen Ansporn dran, sich sportlich auch aktiv zu bewegen. Das, was ich euch jetzt beschrieben habe, ist natürlich ein Prozess über mehrere Jahre hinweg. Also ich denke jetzt, die wenigsten werden innerhalb von 2 Wochen von kalten Füßen jeden Tag im Winter oder Händen oder Gliedmaßen dann 2 Wochen dann komplett mit Muskelshirt und kurzer Hose draußen im Winter rumlaufen und so tun, als ob das nichts wäre. Ist ja über mehrere Jahre hinweg. Also ist ein Prozess. In der Zeit kann er natürlich auch durch Sachen von außen wärmen, wie jetzt zum Beispiel einen warmen Tee, Ingwer, Kurkuma oder andere scharfe Sachen, aber da nicht übertreiben mit dem Zeug. Das reizt auch den Magen und auch den Körper, weil bei solchen Sachen ist es halt so, die halt von außen Wärme spenden oder so, die versucht dann natürlich, da reagiert halt der Körper drauf und versucht halt darauf zu entgiften. Also auch ein Buch von Arnold Ehret, Schleim, freie Heilkost, kann ich auch noch jedem empfehlen, wird halt auch beschrieben, dass halt Fieber zum Beispiel eine Reaktion vom Körper ist, wo er die Zellen beschleunigt und dadurch versucht, die Gift und den Schleim rauszubringen. Und das ist halt auch mit dem Schwitzen und mit der Hitze und alles Mögliche. Also Schweiß wird ja auch als Entgiftung genutzt, dass halt dann alles da mit rauskommt. Und daher ein bisschen sparsamer damit sein, auch mit Knoblauch oder einfach mit Zwiebeln. Sowas kann man ja auch alles nehmen, um sich irgendwie auch zu wärmen. Wenn ihr eine Sauna habt, dann könnt ihr auch gerne eine Sauna nutzen. Basisch baden, also nach einem kalten Tag auch mal etwas wärmer baden. Solche Sachen könnt ihr natürlich auch machen und alles Mögliche, was euch halt von außen wärmt. Da noch einen Punkt, weil das habe ich schon mal bei der Frage, die war nämlich auf Telegram, da hat dann eine andere geschrieben, dass man sich über das TCM, gibt es halt bestimmte Lebensmittel, die wärmen und kühlen. Ich? Sie? Nein, doch. Oh. Also grundsätzlich ja. Es gibt Lebensmittel, die kühlen, wie zum Beispiel wasserhaltige Sachen, Gurken, Melonen und alles Mögliche, also diese Früchte, die man im Hochsommer zum Beispiel essen kann. Aber das ist bei mir zum Beispiel jetzt auch nur für 20 bis 30 Minuten, wenn ich mich dann bewege, dann wird mir auch wieder warm. Also wenn ich zum Beispiel Kampfkunst mache, kann ich auch nur jedem empfehlen für Atemübungen und für Bewegung im Sport, Kampfkunst, um auch ein bisschen in die Mitte zu kommen, da kann man sich auch schön wärmen, aus also dem Körper ein bisschen kontrolliert. Jedenfalls, da wurde dann neben diesen Lebensmitteln, also wie ich jetzt gerade diese wasserhaltigen, gibt es auch Lebensmittel, die halt erwärmen. Also wie gesagt, da gibt es ja Ingwer, Kurkuma, da wurde auch Fleisch erwähnt und alles Mögliche. Bei dem Zusammenhang muss man sich halt immer vorstellen, das tut halt nur kurzfristig wärmen. Danach kommt halt dann wieder diese Entgiftung vom Körper, auch besonders bei deftigen Sachen, auch wenn es mit Fleisch gebacken und alles Mögliche ist, dass es dann irgendwann kommt, dass der Körper entgiftet und dann euch wieder kalt wird. Also das sehe ich zum Beispiel bei meiner Familie, wo ich dann keine Ahnung, warum das jetzt halt so ist, dass ich der Einzige bin, der halt dann so den ganzen Tag rumläuft. So also Muskelshirt, dann barfuß noch, alles Mögliche, leicht bekleidet noch draußen. Und wenn ich dann meinen Zwillingsbruder anschaue, der ja herkömmlich sich ernährt und alles Mögliche, aber auch Medikamente nimmt und sowas, eine andere Geschichte, dass der sich dann beklagt, warum es ihm so kalt ist. Auch wenn ja Fleisch und alles Mögliche ist, sich kurzfristig wärmt oder danach halt nach einer Stunde ihm dann wieder die Gliedmaßen frieren. Das nehme ich halt zum Beispiel als Punkt von der Entgiftung. Deswegen halte ich halt auch nichts von dieser Einordnung von Lebensmitteln, ob sie kühlen oder nicht oder wärmen oder nicht, weil es halt nur kurzfristig ist. Deswegen halte ich halt nichts von diesem TCM-Ding, dass man halt, wenn man Feuer-Ding ist, dann sollte man das essen und das. Das ist halt für mich so ein bisschen, jedenfalls. Leg mir am Arsch, ich geh raus hier! Egal, aber könnt ihr halt natürlich auch ausprobieren, wenn es euch hilft, zu wärmen, eine warme Suppe oder sowas. Könnt ihr halt das machen. Wie gesagt, das ist halt ein Hilfsmittel, Ursache halt immer noch bekämpfen, das halt langfristig machen mit dem, was ich euch im ersten Teil so gesagt habe. So viel dazu. Wenn ihr weitere Interessen da habt, wie gesagt, findet ihr unten auch alles in der Videobeschreibung, wie ihr mich zum Beispiel unterstützen könnt. Patreon, PayPal, Telegram-Kanal, wo ich auch noch externe Sachen nochmal zusätzlich poste, Sprachnachrichten, Coachings biete ich natürlich auch an. Fastenbegleitung hilft natürlich zum Beispiel auch bei der Entgiftung, genauso wie die schleimfreie Heilkost, damit ihr da halt ja, über langfristige Zeit hin eine schöne Entgiftungszeit habt und das nicht so rapid ist, damit ihr so viele Probleme dann da bekommt.
Natürlich auch Coaching zur Permakultur biete ich unten auch an. Und unten findet ihr auch noch meine Webseite, wo ihr euch ein bisschen umschauen könnt. Patreon, PayPal, könnt ihr auch alles spenden. So, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Do it! Abonniert auch diesen Kanal und vergesst nicht auf die Glocke zu drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr gemäß des YouTube-Algorithmus etwas kommentiert. Freue ich mich auch immer gerne zu lesen. Zum Beispiel, welche Abhärtungsmöglichkeiten ihr gerne nutzt, damit ihr es ein bisschen wärmer, im Winter etwas wärmer habt. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.